Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um NFP, also die natürliche Familienplanung. Vor kurzem habe ich auf Instagram mal eine Umfrage gestartet. Was wollt ihr denn wissen über NFP? Haut mal eure Fragen raus. Und ich habe gemerkt, ganz, ganz oft kommt einfach eine Verständnisfrage. Was ist eigentlich NFP? Wofür brauche ich das? Geht das auch mit einem unregelmäßigen Zyklus? Ist das eigentlich nur für Kinderwunsch oder nur für Verhütung oder beides? Also ganz klassische Verständnisfragen und deswegen habe ich mir gedacht, heute ein ganz klassisches Verständnis-Video mit den Basics-Fragen über das Thema NFP. Viel Spaß dabei. NFP bedeutet, ihr habt es gerade gehört, natürliche Familienplanung. Wenn man das jetzt googelt, merkt man schnell, das ist nicht irgendwie so ein fester Begriff, wo irgendeine ganz klare Definition dahinter steht, sondern es gibt ganz viele natürliche Familienplanungen. Das kann der Coitus Interruptus sein, das kann die Kalendermethode sein, eine symptothermale Methode. Was meine ich denn eigentlich? Ich meine tatsächlich die symptothermale Methode und das NFP nach dem Sensiplan-Regelwerk. Das sind jetzt sehr viele Begriffe. Ihr müsst aber wissen, dass diese natürliche Familienplanung oft genutzt wird, um zu schauen, wann habe ich mein fruchtbares Fenster und mein unfruchtbares Fenster als Frau. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Auch die netten kleinen Computerchen oder Armbänder, die man sich um das Handgelenk macht, die einem sagen sollen, wann bin ich ungefähr fruchtbar. Das ist alles schön und gut. Ich spreche jetzt heute auch gar nicht über die Zykluscomputer, nur ein Wort zu denen, die jetzt aktuell auf den Markt geschwemmt werden, noch und nöcher. Das sind sehr viele kleine Maschinen. Die gucken sich also sehr viele Zahlen an und auch eure Zyklen aus der Vergangenheit. Und da machen die einen kleinen Mittelwert und haben noch so ein paar Variablen mehr, wie eine Herzfrequenz oder auch dein Schlaf. Temperatur können die zum Teil messen und errechnen daraus eine ungefähre Wahrscheinlichkeit, wann deine fruchtbare Phase, also dein Eisprung, auch sein könnten. Und das muss man einfach sagen, das ist sehr viel Konjunktiv und deswegen gibt es auch Stand heute noch keine zugelassene Zykluscomputer für Verhütung. Also auf jedem Armbändchen, auf jedem Zykluscomputer wird stehen, ermittelt deine fruchtbare Phase, macht Kinderwunsch möglicher, aber ist nicht zur Verhütung geeignet. Ganz fetter Disclaimer überall drauf. Und bei NFP, nach diesem Regelwerk, was ich dann auch erkläre, da geht es wirklich um diesen Verhütungseffekt, die Verhütungsmethode. Die ist nämlich nach diesem Regelwerk, was ich kurz anreiße, evidenzbasiert. Das heißt, es gibt Studien, es gibt den Nachweis, dieses Verhütungsmittel mit dieser Methode ist sicher. Sensiplan, Regelwerk, NFP. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Was genau macht man da eigentlich? Und das ist so genial wie easy. Und ich finde das deswegen auch so unglaublich toll, weil es einfach so logisch ist. Also eine Frau hat einen Zyklus, also ein hormonelles, zyklisches Geschehen. Und diese Hormone, auch wenn sie äußerlich vielleicht nicht sichtbar sind, machen trotzdem auch Veränderungen am Körper der Frau und auch andere Anzeichen. Und diese Anzeichen und auch körperlichen Veränderungen macht man sich zunutze und machen sich Frauen zunutze, um zu schauen, wo stehe ich denn in meinem Zyklus? Bin ich in meiner fruchtbaren Phase oder in meiner unfruchtbaren Phase? Wichtiger Punkt, es geht hier nicht darum, und das ist auch unseriös, wenn jemand oder irgendein Tool oder Armband oder was auch immer dir sagt, hier ist dein Eisprung. Weil das kann kein Gerät der Welt und selbst die Frau mit ihrem Körper selten sagen. Selbst wenn man das Gefühl hat, man spürt den Eisprung, kann er schon passiert sein am Vortag. Weil dieser peritoneale Reiz, also dieser Reiz des Bauchfells oft, der als Schmerz sich äußert, da kann der Eisprung auch schon vorher gewesen sein. Also es gibt nichts, was deinen Eisprung quasi auf die Minute genau festlegt. Es geht hier nur darum zu sagen, ab hier bin ich fruchtbar und ab hier bin ich safe unfruchtbar. Und dieses safe unfruchtbar, das macht eben diesen Verhütungseffekt aus. Im Prinzip werden dabei relativ wenige Faktoren gemessen. Es ist einmal die Temperatur, das hat, glaube ich, auch jede Frau schon mal gehört, das Temperaturmessen. Aber Temperaturmessen ist nicht gleich Temperaturmessen. Hier geht es wirklich um eine Standardisierung. Das heißt, man muss an einem festgelegten Zeitpunkt, das ist meistens morgens, die Basaltemperatur mit einem Thermometer, was zwei Nachkommastellen anzeigt, das kann digital sein, muss aber nicht digital sein, wird gemessen und das in ein Zyklusblatt oder eben in die App eingetragen. Und irgendwann nach dem Eisprung geht ja deine Temperatur minimal nach oben.
und wirklich nur nach dem Eisprung. Und das ist eben auch ein cooles Tool an NFP. Du kriegst selbst deine hormonellen Störungen vielleicht raus. Du kannst der Gynäkologin quasi sagen, ich habe anovulatorische Zyklen, ich habe eine Zyklusstörung, ich habe eine Gelbkörperinsuffizienz in der zweiten Zyklushälfte. Es ist manchmal wirklich wahnsinnig cool, dass Frauen reinkommen, sich vor dich setzen und sagen, ich habe dies und das. Und ich kann dann nur sagen, klingt so, ja, gehen wir mal dem nach und es stimmt dann tatsächlich. Temperatur messen ist also ein Riesenbaustein von NFP nach Sensiplan. Ein weiterer Riesenbaustein ist der Zervixschleim. Oftmals im Volksmund als Ausfluss betitelt. Unterm Strich, die, die mich kennen, wissen, mir ist es grundsätzlich fast egal, wie man etwas nennt, ob man die Scheide Scheide nennt, aber es ist eigentlich das Ding, wo ein Schwert reinkommt oder Vagina oder Vulva. Hauptsache, man weiß, was gemeint ist. Und bei dem Zervixschleim, das ist der Schleim, der quasi von eurem Gebärmutterhals produziert wird und den hormonellen Schwankungen unterliegt. Je höher das Östrogen geht, desto mehr Zervixschleim produziert ihr. Und in Zyklusmitte, wenn der Eisprung eben ansteht, dann wird der Zervixschleim mehr und verändert auch seine Konsistenz. Und das müssen Frauen noch nicht mal sehen, also wenn man das irgendwo auf dem Toilettenpapier oder am Finger sieht, sondern die spüren das zum Teil auch, wie sich der Zervixschleim verändert, ob man sich feucht fühlt oder ob man sich fast trocken fühlt oder ob man gar nichts spürt. Und demnach könnte ich auch schon sagen, jetzt komme ich langsam in meine fruchtbare Phase. Das ist ein zweiter Punkt, wird auch in einem Zyklusblatt oder eben in der App getrackt. Muttermundtasten ist auch ein weiteres optionales Tool, körperliche Veränderung. Der Muttermund unterliegt eben auch den hormonellen Schwankungen. Der verändert auch seine Konsistenz. Wenn du den tasten kannst, dann kann der sich ganz explizit und ganz anders anfühlen zur Zyklusmitte als Zyklusanfang oder Zyklusende. Deswegen ist er nur optional, weil er sich nicht ändern muss. Es kommt auch immer darauf an, hat man da mal eine OP gehabt etc. Oder spürt man den überhaupt? Es gibt ganz lange Vagine, wo man wirklich fast gar nicht mit den Fingern an den eigenen Muttermund drankommt. Aber als zusätzliches Tool enorm wichtig. Dann gibt es noch ganz viele andere Symptome. Brustsymptom. Viele Frauen kennen das. Vor der Periode ein Brustspann. Oder auch dieser Unterbauchschmerz, also ein Ovulationsschmerz, Hautveränderung, Haarveränderung, Libidoveränderung, psychische Veränderung, all das können zusätzliche kleine Faktoren sein, die dir wahrscheinlich ein Stück weit mehr Sicherheit geben, die aber nicht in diesem Regelwerk als solches verankert sind. Es gibt tatsächlich nur für die Temperatur, für den Zervixschleim und für den Muttermund ein gesondertes Regelwerk, was wie im Zyklus zu sein hat, damit du das auswerten kannst, damit du sagen kannst, hier bin ich unfruchtbar, hier bin ich fruchtbar. Puh, das war jetzt erstmal eine lange erste Frage, ich gebe es zu, aber das ist so die essentiellste Frage, weil viele wissen gar nicht, was passiert da und viele denken immer, ja, ich nehme einfach das Fieberthermometer von der kleinen Tochter, die 6 Jahre alt ist und guck mal, wie meine Temperatur so am Tag ist. Das ist eben falsch, es ist wirklich standardisiert und dafür muss man diese Regeln und das Regelwerk eben auch kennen. Wie man das kennenlernen kann, sage ich euch am Schluss auch nochmal. Zweite Frage ist oft, ist das ein sicheres Verhütungsmittel? Haben wir, glaube ich, schon gesagt, ja. Der Pearl-Index ist 0,4 bis 0,6 bei einer optimalen Anwendung. Verhütung ist sehr, sehr oft anwenderabhängig oder anwenderinabhängig, ob das Kondom ist, was man sich überstülpen muss, ob es ein Ring ist zum Beispiel, ob es die Pille ist. All das obliegt ja dem Tun und Machen des Menschen, der sich dieses Verhütungsmittels angenommen hat. Ob es jetzt der Mann ist, in den seltensten Fällen leider heutzutage, oder eben ob es die Frau ist. So auch bei NFP. Wenn du dieses Regelwerk konsequent durchführst und auch nach den Regeln das alles auswertest, dann ist das wahnsinnig sicher. Also man kann das vergleichen mit einem Kondom bei richtiger Anwendung. 0,4 bis 0,6 ist ein wahnsinnig sicheres Verhütungsmittel und dazu gibt es einfach Studien und Daten. Fertig. Also evidenzbasiert ist immer das Schönste, weil man kann sagen, hier ist eine Studie, weil es einfach schwarz auf weiß getestet wurde. Geht das auch mit unregelmäßigen Zyklen, mit unruhigen Nächten? Ich habe eine Tochter, die weckt mich nachts 5-mal im Schichtdienst, im stressigen Alltag, mit PCO-Syndrom. Funktioniert NFP auch mit solchen besonderen Konstellationen? Ja, kann funktionieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur kann, sondern ich würde es fast empfehlen. Vor allen Dingen, wenn du unregelmäßige Zyklen hast, habe ich ja eben schon erwähnt, du kannst rausfinden, warum, wo es bei dir hängt. Ist es die erste Zyklusphase? Wird der Eisprung vielleicht nicht ausgelöst? Ist es die zweite Zyklusphase? Hast du eine Gelbkörperhormonschwäche? Etc. Also du kriegst mit NFP, dadurch, dass du deinen Körper ja die Signale deines Körpers auswertest, weißt du ganz genau, wo stimmt was nicht oder wo stimmt es.
Wenn du merkst, ich habe Zervixschleim, ich habe auch den Eisprung vermutlich, weil ich spüre ihn auch, aber irgendwie die zweite Zyklushälfte, die ist doch eigentlich immer so roundabout 14 Tage. Bei mir ist aber irgendwie nur 10 Tage oder noch kürzer. Ich habe Zwischenblutungen dort. Dann weißt du ja schon, da stimmt irgendwas nicht. Guckst dir die Temperaturkurve an und siehst einen ganz typischen Verlauf für eine Gelbkörperhormonschwäche, dass diese Temperaturkurve einfach nicht hoch genug geht oder nicht lang genug hoch ist. Diese Hochphase hält ja an eigentlich bis zur Periode. Also, summa summarum, ja, auf jeden Fall mit unregelmäßigen Zyklen NFP machen, schon allein wegen des therapeutischen Effekts. Schichtdienst, unruhige Nächte etc. Ja, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, denn diese Temperatur, habe ich ja erzählt, ist so ein Kernbaustein, aber sie muss sich vielleicht ja auch gar nicht eklatant verändern morgens. Man sagt immer, ja, 6 Stunden Ruhe muss gewesen sein, sonst verändert sich die Temperatur. Ihr seid alles Menschen, Individuen. Es muss sich nicht ändern. Es kann sein, dass du nur 2 Stunden Schlaf brauchst und deine Temperatur ist das Pups egal auf gut Deutsch. Es kann sein, dass sie sich gar nicht ändert. Wenn du natürlich merkst, boah, je mehr oder je weniger ich schlafe, desto mehr oder weniger verändert sich auch meine Temperatur morgens, musst du das natürlich als Störfaktor zum Beispiel in dein Zyklusblatt eintragen. Aber es schließt das eine überhaupt nicht aus. Weitere Frage, die möchte ich noch zu der Frage packen, ob es in der Stillzeit möglich ist. Also wenn du ein Kind geboren hast, jetzt stillst, teilstillst oder auch im Wochenbett allgemein, das NFP einfach nutzen möchtest zur Verhütung oder auch um deinen Zyklus wieder so ein bisschen zu tracken, ja, geht auf jeden Fall. Ist ein eigenes kleines Regelwerk. Muss man auch erst lernen und wissen, worauf es ankommt. Nächste Frage. Ist das nach einer hormonellen Verhütung möglich? Das heißt, ich habe jetzt Pille abgesetzt, den Ring rausgenommen, die Spirale ziehen lassen, das Stäbchen aus dem Arm gezerrt. Ist das möglich, jetzt NFP zu machen? Ja, auch das ist möglich. Auch hier gibt es aber ein explizites Regelwerk für diese besondere Lebenssituation. Du kannst also nicht das Standard Regelwerk nehmen, was bei NFP ist, wenn du jetzt nicht hormonell verhütest, sondern es gibt ein paar, sind nicht viele, ein paar extra Hinweise, ein paar extra Sachen, auf die man achten muss, dann funktioniert es auch nach hormoneller Verhütung wunderbar. Und sobald dann quasi dein Zyklus wieder angekurbelt ist, kannst du auf dieses normale Regelwerk überschwenken. Ist NFP hilfreich bei Kinderwunsch? Nächste Frage, und das ist, ja, das ist, hat sich eigentlich schon erledigt, oder die Frage? Weil du kriegst ja deine fruchtbare und unfruchtbare Phase raus. Und das ist ja das A und O. Die Frau hat einfach nur eine Eizelle und einen Eisprung im Monat, wenn es gut läuft, auf ein Jahr gerechnet. Also 12-mal die Chance, schwanger zu werden. Also das ist sehr begrenzt, wenn man sich überlegt, 40 Millionen Spermien pro Ejakulation, also tagtäglich abrufbar bei den Männern. Das ist ja eine wahnsinnige Verschwendung. Und bei Frauen ist das sehr limitiert. Das heißt, es geht wirklich darum zu gucken, wann habe ich meine fruchtbare Phase, wann können wir zu Hause loslegen, damit die Wahrscheinlichkeit höher wird. NFP ist wahnsinnig mächtig bei Kinderwunsch und viele unterschätzen das so und nehmen Folsäure und nehmen Jod und tun alles und ernähren sich gesund, aber haben überhaupt keine Ahnung von ihrer fruchtbaren und unfruchtbaren Phase. Und das ist natürlich etwas, was das A und O ist. Und deswegen Kinderwunsch und NFP, das ist eine Symbiose und so muss es eigentlich laufen, damit man es schnell umsetzen kann. So, jetzt als Abschluss, weil jetzt wird es schon wieder zu lang, ich fange schon wieder an zu schwärmen. Wie kann ich NFP lernen? Es gibt natürlich, das Internet ist voll von Informationen. Es ist aber wirklich, und das möchte ich euch nahelegen, ratsam, dieses Regelwerk von Pike auf zu lernen von jemandem, der das kann, der das Regelwerk vor allen Dingen kennt. Es gibt auch ganz viele Bücher. Es gibt aber unter diesen Büchern eigentlich nur eine Bibel, wo dieses NFP-Regelwerk nach Sensiplan aufgelistet ist, aufgeschrieben ist. Und das Buch heißt Natürlich und Sicher und ist von der NFP-Arbeitsgruppe. Und das ist quasi ja das Nachschlagewerk für alle, die irgendwie was von sich halten, was NFP angeht. Also das ist eigentlich Pflichtlektüre, nicht nur eigentlich, das ist Pflichtlektüre. Ich verlinke euch unten das Büchlein mal in den Shownotes, dann könnt ihr einfach reingucken und draufklicken und euch das Buch auch gerne holen. Problem bei Büchern, beziehungsweise was ich so ein bisschen empfunden habe, als ich auch das Buch diverse Male durchgelesen habe, ist, es ist sehr komplex, kompliziert, wenn man es nur so liest. Es geht auf jeden Fall, aber man braucht sehr viel Konzentration und muss sich das immer alles vergegenwärtigen. Deswegen habe ich mir dann vor einiger Zeit gedacht, ich muss das einfach mal übersetzen in irgendwie verstehbar und ohne, dass man abgeschreckt wird. Und deswegen habe ich vor kurzem einen NFP-Online-Kurs etabliert, den ihr quasi online buchen könnt, der dann auch überall abrufbar ist, auf jedem Smartphone, Handy und vor allen Dingen auch immer wieder anguckbar ist. Das heißt, wenn ihr die zweite Folge nicht ganz verstanden habt, dann spult ihr zurück und guckt es euch nochmal an. Und ich versuche das eben mit meinen Worten, aber dem richtigen Regelwerk und seriös und eben so, wie es evidenzbasiert sein soll, zu erklären, worauf es ankommt, mit allen Regeln,
mit Beispielen von Zyklusblättern, die ich da digital mit euch ausfülle und so weiter und so fort. Also das ist ein großes Anliegen, dass ihr euch, wenn ihr euch das Buch vielleicht gekauft habt oder es nicht kaufen wollt, weil euch das Virtuelle oder Visuelle näher liegt, dann, dass ihr einen Kurs bucht, der auch seriös ist. Und da kann ich meinen empfehlen, der ist definitiv seriös. Und damit werdet ihr, und das ist versprochen, dieses Thema einfach nochmal ganz anders wahrnehmen und sehen. Und mit einer Laufzeit, ich glaube, von 6-7 Stunden auch überschaubar. Kann man gut in einer Woche sich mal abends angucken und dann kann man NFP anwenden. So, zu guter Letzt bleibt eigentlich nur noch mein Abschlusswort. Ich kann es eigentlich jeder Frau empfehlen, sich je nach individueller Lebenssituation mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur um zu verhüten, nicht nur um den Kinderwunsch umzusetzen, sondern einfach um dieses unglaubliche Wunderzyklus und Frau zu verstehen. Also zu verstehen, was passiert bei mir. Wenn man abends das Höschen auszieht vorm Duschen und denkt, oh, was ist denn da alles für ein Weißfluss in meiner Hose und denken nicht, dass da nicht dran gedacht wird, oh, ich habe vielleicht irgendeinen Infekt, sondern ach ja, jetzt ist mein Östrogen nach oben gegangen, jetzt habe ich vielleicht meinen Eisprung, deswegen hat mein Gebärmutterhals mehr Zervixschleim produziert, ist ja interessant. So möchte ich, dass die Frauen ihren Körper wahrnehmen und nicht mehr, ist da irgendwas. In diesem Sinne, guckt euch mal rein, schaut gerne mal auf der Website bei uns vorbei, da gibt es auch einen Trailer und einen Teaser, wie dieser Kurs aufgebaut ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit NFP. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!